Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Root Heroes. Ja, auch in der vierten Folge weiß ich noch nicht, ob wir den Kerker bezwingen werden, was ich ganz stark hoffe. Aber ich habe hier die sehr selbstbewusste Sayori an meiner Seite. Und so selbstbewusst, dass ich bedenke, nee, schaffen wir nicht. Doch. Doch. Mit erhobener Nase und gesenktem Kinn werden wir das schaffen. Das ist gut. So. Vielleicht sammeln wir noch ein bisschen Münzen. Mach ja, das. Okay. Sorry. Nee, mach ruhig. Ich gehe dann schon mal vor. Ja, damit wir die Truhen in den Dingens öffnen können, weil es lohnt sich ja. Ja, das ist schon richtig, ja. Aber es lohnt sich halt auch erst ab Ebene 3. Da gibt's eine Ebene 3? Ja. Oh nein. Was dachtest denn du? Weiß ich auch nicht. So, na dann wollen wir mal. Ich würde sagen, wir rushen jetzt einfach nur durch. Wir nehmen alle Edelsteine mit, Gegner etc. Aber jetzt so unbedingt nochmal zurückrennen oder so, da habe ich jetzt keine Lust dazu. Ah, ich komme nicht mehr rein. Doch, jetzt. Schafft erstmal Ebene 2. Ja, wir versuchen es. So. Wollen wir unser Geld zusammenlegen, dann könnten wir die Truhe hier öffnen. Vielleicht, wenn wir beide zusammen hier A drücken? Nee, also bei mir zeigt der direkt rot. Schade. Kann ich dir mein Geld schenken? Nein. Ah, ich Idiot. Na, dann bleib du da mal stehen. Hm. Oh, nein! Das hatte ich auch vorhin. Ja, ich weiß. Deswegen kam mir das so bekannt vor. Oh, das ist doch nie wahr. Ja, ganz genau. Wo? Mhm. Wo denn? Da ist eine Truhe erschienen. Ja, aber wo? Gegenüber, auf der anderen Lampe. Ah, okay. Die du schon angemacht hast. Aber ich glaube, du musst oben nochmal den Schrein. Ja. Och, wisst ihr, der erste Raum und schon wieder fast tot. Noch eine Truhe. Wo? Na, in der Mitte. Ich den... Ah. Bin ich denn deppert? So. Ach, da ist die Truhe. Ja. Ach, die sehe ich jetzt erst. So, bleib dort. Mhm. Voll gut. Gerne. Das war ein guter Plan. Das hast du gut durchdacht. Ja, hab mir jetzt auch richtig Mühe gegeben. So, Karten der Pamba. Kann man das Ding besiegen hier? Nee. Ach so, du verkaufst Sachen. Nee, wir brauchen nichts von dir. Vorsicht, Schlange. Ja. Die Krüge wackeln. Ja, ich hab da nicht drauf geachtet. Oh nee. Oh nee. Ah! Nein, hey. Wieder ausmachen. Badaboom. Ich wollte sagen. Tschum, tschum. Oh. Hey, du weißt gar nicht, wie das ist, wenn man hier so einen explosiven Pups hat. Ja, ja. Das Feuerzeug immer mit angeht. Ich stelle mir das sehr schön und warm vor. Naja, ob das so schön ist, weiß ich nie. Wenn du ständig die Hose versenkst und eine neue kaufen musst. Ja, deswegen habe ich unten rum eine Stand, deswegen habe ich so ein langes grünes Cape. So, wir haben diesen Raum schon abgeschlossen. Oben war eine Tür. Hm. Mit, ein Schloss. Ja. Oh. Aber ich gefühlt, ich habe das Gefühl, dass das Waffentauschen sich gelohnt hat. Ja.
Definitiv. Also zumindest bei mir. Also, oh nee, ich will da nicht runter. Und mein Angriff ist auch stärker. Schon angenehm. Ah, hier war doch das Loch. Ach, ich wollte mal was ausprobieren. Oh, wieso denn nochmal? Weil du auf den Schalter getreten bist. Verdammt. Sorry, sonst gab's ja nichts mehr, ne? Nö. Ah. Oh, toll. Aber mich würde es echt gerne wissen. Ach, mich würde es echt gerne wissen, was. Nee, mich würde es echt interessieren, wie das Spiel bei den Zuschauern ankommt. Also hier gibt es vermehrt Aussagen, das sieht lustig aus und ist funny. Gut. Entweder ist es funny, dass wir hier andauernd sterben. Ja, ich glaube, das ist alles. Alles, dass also die Mischung macht's. Verkacken, als auch, dass das halt auch witzig ist. Ja. Weil ich mag, das habe ich gerade schon gesagt, als du noch nicht da warst, ich mag, dass das so schnell ist und auch wenn wir die Dungeon jetzt zum 100. Mal machen, aber dadurch, dass sich das halt immer ändert, finde ich es gar nicht so nervig. Nee, das definitiv nicht. Also wenn es immer der gleiche Dungeon wäre, dann würde wahrscheinlich die Lust sehr schnell flöten gehen. Was soll denn das schon wieder? Ja. Mann, und der rennt schon wieder in die Stacheln. Ich, 21, 22, 23. Aber hier waren wir doch schon. Ja, na klar. Ich mach das nicht mit. Nee, du musst dich nur ranstellen. Der zündet die automatisch an. Boah, geil. Bewegungsgeschwindigkeit. Jetzt bin ich ja noch schneller. Ja, die waren noch nicht weg, die Stacheln. Aber da waren noch ja, weiter. Ja, jetzt müssen wir hier, lass mal was machen. Ja, Entschuldigung. Ich bin tot. Bist tot? Hm. Soll ich jetzt dein Kadaver zwei Räume zurücktragen? Ja, bitte. Warte, ich bin... Ach, wenn du selbst nicht stirbst. Ach, das war eine Boss-Fledermaus. Oh, jetzt hatte ich Angst. Gott, es rechnet Geld. Na, dann komm mal her hier. Kann ich durch die Tür gehen? Leider nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Geht weg, geht weg. Ich werde dich retten. Sei ruhig. Wir kriegen das hin. Komm zu mir zurück! Ich opfere mein Blut! Yay, danke. Supi. Aber jetzt müssen wir gucken, dass du nicht stirbst. Ja, ich werde hier warten. Ich lass dich darüber gehen. Ja, ich mach schon mal die Schalter. Ach, du willst die Schalter ja haben. Oh. Ja, sorry. Ja, ich bin schon fast wieder tot. Ja, wow, aber das ist. Also. Du bist tot. Ich bin tot. Der blöde Schalter mit den Bomben. Ja, dann. Lässt mich jetzt einfach sterben zurück. Du bist doch eh schon tot. Na, ich suche erst, ich suche erstmal einen Stuhl, um mir einen Weg da durchzubahnen. Warte. Der Stuhl war direkt im nächsten letzten Raum. Arschlochspiel. Richtig wenig Rubinen. Er hat sich nicht mal gelohnt. Nee. Und es regnet schon wieder. Mhm. Davon kann ich mir noch nicht mal jetzt ein Upgrade kaufen. Den Jeep. Doch, den Jeep könnte ich kaufen, aber ich wollte die Stufe Waldläufer. Die hat 300 gekostet. Echt, dir fehlt in Edelstein? Ja, ich will alle Klassen eigentlich haben. Habe ich beschlossen. Ja, ja, die kann man sich auch holen. Eine Flasche 200 wäre eigentlich auch cool, ne? Ne, ich nehme Liebesfahren. Kauf eine Flasche, um Tränke und andere Gegenstände aufzubewahren. So. Ja, du bist clever, ich nicht. Ja, gut, manchmal triffst du ja so einen Händler da drinne, der dir dann Zeug verkauft.
Das kann doch nicht wahr sein, dass das so schwer ist. Nee. Erstmal reden. Macht mich traurig. Ich auch. Warum redest du nicht? Als Meister der hohen Kunst erhältst du. Na, weil ich gerade mit der alten quatsche. Ach so. Magischer Angriff. Bonusschaden bei. Ach so. So, jetzt kannst du. Hä, was? Oh, tut mir leid, ich muss wohl eingeschlafen sein. Danke, dass du diesen Laden für mich gebaut hast. In Tori ist ein hübsches kleine Stadt, genau wie die, die ich als kleines Mädchen kannte. Vor langer Zeit. Ich bin vielleicht etwas langsamer als früher. Diese alten Finger funktionieren einfach nicht mehr wie früher. Aber ich kann immer noch toll nähen. So, dann. Ach du liebe Zeit, sieh dir nur diesen schönen Faden an. Daraus könnte ich eine neue magische Tunika nähen. So, dann hätte ich nämlich. Oh, der ist cool. Angriff ist ganz gut, Schnelligkeit ist gut, aber ein bisschen schwächer. Weil kostet auch 400 nochmal. Mit dem Schatten verschmolzen kannst du dich schnell bewegen und die Gegner mit einem kritischen Treffer zurückschlagen. Das sieht nice aus. Und der Waldläufer ist eigentlich auch cool. Renne schnell in eine beliebige Richtung, um Fallen und gegnerische Hiebe auszuweichen. Der Bogenschütze kann sich schnell bewegen, während er den Bogen spannt und zieht und dabei erhöhten Schaden und Genauigkeit erzielt. Das ist eigentlich auch cool. Das heißt, die nächsten Kristalle bei mir gehen für eine andere Klasse. Ich glaube, die. Ja, ich finde, also Simon fragt schwer, ich so, ja. Ich würde schon sagen, dass es schwer ist. Es ist echt, es ist sehr schwer. Und dadurch, dass wir ja noch im Koop spielen, wurde der Schwierigkeitsgrad ja nochmal hochgeschraubt. Na toll. Ja. Yep. Du hörst dich auf einfach einstellen? Nein. Nein. Was? Och, der hat da eine Meise, hat der. Nee, wie viel 70 Münzen? 70 oder Goldstücke. Wisst ihr, wir haben so einen Haufen Zeug hier mittlerweile. Fledermausflügel und hast du nicht gesehen. Wir können sie aber nicht benutzen. Ne, können nichts damit tun, ne? Ah, das. Ja, gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Gerade langsam kennen wir die Räume auswendig. Ein bisschen, ja. Gib uns noch 3 Durchläufe, dann wissen wir, wo wir hin müssen. Oh, ey, das ist aber auch fies. Aber hier ist ein Thron. Das ist gut. Game of Thrones? So, warte mal. Ja! Boah. Ruhig hier drinne, ruhig. Oh nee, ich bin zu langsam, ich bleib überall hängen. Ja, gut, Anfang. Ach, hat gezählt. Oh, hier ist wieder so eine Falle. Nee. Das ist ja. Okay. Warte mal, ich probiere das mal. Nein, ich kann sie nicht kaputt machen. Hast du Bomben? Nee, ne? Du hast auch keine Bomben. Aber können wir die nicht? Warte, auf der anderen Seite müssten Bomben sein. Boah! Na geil. Ich habe sie fliegen sehen. Aber mich nicht getraut auszuweichen. Wo waren Bomben? Ach nee. Verdammt! Ich will das jetzt aber haben. Ja, ich auch. Ich find's schade, dass ich das nicht mit meiner Sprungattacke wegmachen kann. Mist. Na gut. Bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig.
Guck mal, bei mir, steht die Sonne gerade so doof, dass das so blöd auf dem Bildschirm biegelt. Okay. Das ist ein bisschen störend. Ah, ich hab noch einen Schlüssel. Nicht, ich schon. Kartenmap. Ah, der Schleim. Aua. ob eine neue Klasse hilft, das weiß man nicht. Ich hoffe. Na, ich denke aber, man muss sich ausprobieren, mit welcher Klasse man am besten zurechtkommt. Ja, denke ich auch. Echt? Echt jetzt? Hast du die fallen lassen, oder was? Nee, schmeiß mal hier rüber. Ich kann doch nicht schmeißen. Gib dir Mühe. So, wir versuchen es nochmal. Weg ist er. Zack, eingesteckt. Das ist doch kacke. Ja, die ist weg. Hä? Jetzt hängen wir hier fest. Ach, das ist jetzt Mist. Cool. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Wir können uns gegenseitig töten. Warum steckst du auch alles ein? Nicht eingesteckt. Ich hätte doch. Warum habe ich nicht so eine Bomben? Nee, weg. Ablegen? Brenndichter Kohlen. Ja, was? Ja, das ist ja natürlich. Puh. Tja, was macht man da? Keine Ahnung. Können wir irgendwie zurück? Raus aus dem Dungeon? Nee. Oder? Spiel beenden. Die Fortschritte im Kerker gehen verloren. Ja, dann ist es halt so. Das ist aber auch. Oh, jetzt hat die offen. Möchtest du etwas kaufen? Du kannst bis zu 4 Arten anbieten und davon jeweils 10 Stück. Beachte die aktuelle Verkaufspreise. Sie richten sich nach Angebot und Nachfrage. Wenn du etwas zum Verkaufen angeboten hast, komm am nächsten Tag wieder, um zu sehen, was du verkauft hast. Mhm. Aber ich habe nichts zum Verkaufen. Weder Kokos, nur Apfel, Tomate, Karotte, Kartoffel, Kohl und Mais haben wir. Danke, die sehen toll aus. Komm morgen wieder, um zu sehen, ob jemand gekauft hat. Ich hatte einen Kohl. Wo hast du den denn her? Och, irgendwo. Draußen gefunden. Ja, Simon, ich brauche an sich zu testen. Ich kann nicht werfen. Guck. Obwohl, ich habe das Gefühl, der wirft schon. Nee, wer finde ich? Bei mancher verschwindet das und dann taucht das auf einmal auf, aber auch nur alle 7 Pfingsten. Oder bin ich einfach zu dumm? Also ich brauche nur die Angriffstaste, also sprich Schwerttaste drücken, Y. Dann wirft er das in die Richtung. Aber warte mal. Mit was? Nee, jetzt wirft er schon wieder nicht was. Mit was spielst du denn? Also nimmst du das Steuerkreuz oder den Joy-Con? Nee, weg. Ich nehme den Joy-Con. Nee, bei mir verschwindet das einfach. Okay. Komisch. Steigert die Herausforderung nochmal ganz schön. Ja. Wir können einfach behaupten, das ist eine Challenge, die wir uns selber auserlegt haben. Ja, genau. So machen wir das. So. Wir können einfach behaupten, das ist eine Challenge, die wir uns selber auserlegt haben. Ach, mal ein leichter Raum. Das ist ja mal angenehm. Den kenne ich auch gar nicht noch. Optisch gesehen noch gar nicht. Nee, aber der ist schön. Der ist noch ein bisschen grün. Hinter den Ohren. Ah, hier haben wir schon die Tür gefunden. Okay, ich komme. Ja, ich hätte auch einfach durchgehen können. Ich habe gedacht, vielleicht willst du noch gucken. Nö, 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 hier ist nichts mehr. Nö, die machen wir nicht auf. Ich habe meine schon aufgemacht für 26. Boah. Ach verdammt, wie soll ich denn... Mist, ich komme aber nicht rüber. Soll ich eben rüberlaufen? Warte, ich gehe. Da hinten wird. Ach, scheiße. Wird bestimmt ein Schalter sein. Ja, gut, aber. Da ist ein Schalter. Ui. Wow, gegen die Wand gesprungen. Au. Oh, toll. Wir müssen wieder zurück. Warte, ich gehe schnell holen.
Haha, drüber gesprungen. Ja, das sah sehr elegant aus. Na, muss nur noch zweimal klappen. Hopp. Achso, jetzt sollte ich auch vielleicht irgendwo. Aber ich glaube, man kann noch eine Truhe. Vielleicht, aber egal. Nee, der Raum ist abgeschlossen. Gut. Dann habe ich nichts gesagt. Oh, diese blöden Schlangen. Oh. In den... Oh, nervig das Viehzeug. Ach, die sind oben. Hat mich auch voll irritiert. Noch ein Schlangenzaun. Also wir müssten irgendwann mal das Zeug abgeben können. Aua. Ich habe auf jeden Fall nicht einen Greifarm, falls du den haben willst, weil ich kann ihn nicht aufnehmen, weil ich schon einen habe. Wo? Da. Nein, ist weg, ist er. Willst du hier lang oder oben lang? Du. Das ist mir relativ. Dann geh ich jetzt hier oben lang. Blub. Ja, geil. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ah, ich glaube, du hattest schon bessere Ideen. Ich glaube auch. So, siehst du, sind da schon fertig. Alles ganz easy. Und hier gibt's nichts. Der Raum war für umsonst. Sicher? Hey. Ja. Boah. Macht schon wieder Spiel. Ja, wenn du einfach frech hier weitermachst. Glück gehabt. Glück gehabt. Ein Greifhaken. Ein Greifhaken. Links, rechts, links, rechts. Genau, das hatte ich auch vor. Hat aber nicht so gut funktioniert wie bei mir. Nee. Ich musste erstmal den richtigen Knopf finden. Oh, wir sind schon wieder bei Ebene 2. Na, dann wollen wir doch mal. Guck mal, da kannst du jetzt einen Trank kaufen. Ah, nee, wolltest du ja nicht, weil zu teuer. Boah, nee, nicht zu den Wucherpreisen. Das sind 70 Goldmünzen. Das ist ne. Hier haben wir schon eine neue Tür. Und hier unten ist auch eine Tür. Ja, ich hab Schlüssel. Ah, du hast auch schon deine eingesetzt. Ich hab auch Schlüssel, ja. Aua. Robuste Kackratte. Geh weg. Hast du was gesehen? Ja. Es sah schmerzhaft aus. Ja, es hat nicht so gut funktioniert, wie ich das wollte eigentlich. Wie komme ich denn jetzt rüber? Okay, ich bin... Kriegst du eigentlich nur einmal Schaden oder kriegst du Permaschaden abgezogen? Wie meinst du das? Na, das sieht immer so aus, als ob du übel viel Schaden kriegst. Ja, das Gefühl habe ich auch immer. Ach, 25 und auf diesen scheiß Matsch läufst, das ist unverschämt. Bei 25 auf diesen scheiß Matsch läufst, das ist unverschämt. Aua. Ich habe schon wieder nur 7, deswegen tausche ich schon wieder nicht nach vorne, ey. Kann ich das einsetzen? Du kannst den Greifhaken auch nutzen. Ja, aber der kommt nicht so gut dran. Ach, jetzt habe ich nie geguckt. Ah, verdammt. Dieser Kackmagier, der hat die Fackel ausgemacht. So ein Fiesling. Aua, jetzt verschwinde. Hä? Ah. Da hinten ist eine nicht an. Ja, die war aber schon mal an, ich schwöre. Die hat aber noch einen Zauberstab. Wo hast du Zauberstäbchen? Oh, ich warte jetzt. Direkt darunter die Plattform, da liegt der noch. Vielleicht kannst du dir den noch holen. Wieso? Hier ist kein Zauberstab. Dann vielleicht siehst du den dann. Vielleicht kann ich den nur aufheben dann, keine Ahnung. Bestimmt. Aber schlagt er da. Oder du hast ihn gerade aufgesammelt und hast es gar nicht mitbekommen. Was hätte. Oh.
Das hätte ich doch mitbekommen, oder? Schlange! Schubst mir doch dein Viehzeug nicht ins Gesicht! Das hab ich ja nicht. Hast du wohl? Boah. Jetzt haben wir schon wieder keine Bomben, ne? Nee, aber ich verstehe nicht, warum ich hier im Inventar Bomben hab. Ja, hab ich nämlich auch. Vielleicht kann man die irgendwie erst später, wenn man quasi ein Dungeon-Item hat oder so. Eine Bombentasche meinst du? Naja, mir sowas. Aber es gibt doch nur 4 Dungeons. Ja, vielleicht kannst du die kaufen. Vielleicht musst du die aus den Ressourcen zusammennähen. Oh. Ich hab einen Boomerang. Und ich bin gestorben, aber in dem Raum gibt's ein Dingens. Ein Stuhl? Müsste eigentlich. Hinten in der Ecke. Ne, hier. Ah, da. Oder direkt da. Sehr gut. Hat gereicht. Ja. Tipp. Alt. Ja, geil, oder? Geh weg. Du hast aber auch nicht mehr viel Leben, pass auf. Naja. Kann ja auch keiner damit. Aua! Kann ja auch keiner riechen, dass hier immer so viele Gegner rauskommen. Ist aber auch heftig, ey. Also wir haben ja schon wieder sehr gut Edelsteine. Kann man nicht meckern. Ja. So. Haben wir alle? Ja. Nee, ich habe noch eine gefunden. Da war noch eine. Wahnsinn. Mhm. Ich komme. Ja, mach ruhig. So, na, jetzt nehme ich mir die Kugel. Bist du dir sicher? Ich werde die nicht werfen. Steck die nicht ein. Ich versuche es. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Ich hatte kurz Angst. wir sind jetzt zum ersten Mal in Ebene 3. Und jetzt werde ich etwas machen. Komm mal her. 200, ne? Schmeiß mal 200 rein. Danke. So. Wir werden das nämlich hier jetzt abkürzen. Ich habe nämlich langsam die Nase voll. Komm immer wieder in Ebene 3. Ja. Ach, sei doch nicht so. Das macht doch Spaß. Ja, natürlich macht's Spaß. Ja, total. Ich raff das auch jetzt erst mit der Leiste, ne? Dass wenn die leer ist, dass ich da nicht angreife. Wahrscheinlich sterbe ich deswegen immer so schnell. Wenn ich in die Gegner reinrenne und gar nicht angreifen kann. Okay. Also Edelstein, überlege mal, wir haben gerade 200 ausgegeben, wir haben die schon wieder drin. Ja, nice. Nein. Hat ja gelohnt. Nee, aber. Oh aber nein, da war ein Fledermausflügel. Der liegt bestimmt noch. Ach, da war sie wieder schneller. Welchen Raum? Ein Ballpool. Boah, nee, nicht hier. Den willst du nicht? Dann gehen wir in den nächsten. Dann geh zurück. Ja, danke. Hat der Boomer! Aber ich hab nur noch 14 Leben. Ja, kriegen wir schon hin. Guck mal, der Raum ist ruhig. Schieberätsel. Ich hasse sie. Nee, den nicht. Nein, du hast es. Oh, verdammt. Na gut. Wieso? Ach hier, das war der Raum, wo ich das letzte Mal gehangen habe. Da wusste ich nie, dass ich hier ihn wegschieben muss. Ich mach da unten das Schieberätsel, du machst das da oben. Ja, ich sehe bloß keine Gegner, aber ist okay. Oh ne, jetzt hab ich's verkackt, weil ich den Bildschirm nicht gesehen habe. Super.
Du hast da unten so einen Switch-Schalter. Ah, kann ich die wieder zurücksetzen? Ja. Dann ist ja easy. Mist, ich brauch dich hier oben. Ja, warte. Genau, der kommt nach links. Sehr gut. Das Schieben ist doof. Man kann sich hier nicht irgendwie festhaken. Soll ich dann nach oben gehen und da stehen bleiben? Nee, warte mal. Wir haben ja hier noch einen Stein. Ach so, der muss auch noch. Ah, da ist auch noch ein Schalter. Okay, den sehe ich jetzt erst. Und wenn wir hier jetzt nicht eine riesengroße Schatztruhe kriegen. Ja, mich aber auch beleidigt. Aber sowas von. Weil hier oben ist nichts, ne? So, jetzt müssen wir nach oben. Die anderen. Weißt du, dann verschränke ich die Arme, drehe meinen Kopf ganz schnell zur Seite und mach dann einfach. Oh, ist der immer noch nicht weg? Ey, das ist doch nicht wahr, dieses. Huch, jetzt ist mir aus Versehen ein Schlüssel in das Schloss gerutscht. Oh, na, Edelsteine läuft ja. Mhm. Oh, für jeden eine, super. Nice, ein lila sogar. Boah, 200 noch was, geil. Ach so, warte mal, wenn wir schon mal hier sind. Ja, ich habe leider nicht genug. Ja, es ist kein Ding. Ich nehme das jetzt mit hier. Ja, Ebene 3 haben wir ja schon geschafft. Nee, gucken, geschafft haben wir sie noch nicht. Wir sind nein, jetzt drin. Nein, wir sind jetzt angekommen, Entschuldigung. Bombe! Sorry, mein Optimismus. Blöde Ratte. Lila. Ich komme hier nicht rein. Bewegungsgeschwindigkeit, na super. So, wo mussten wir jetzt hoch? Da hoch. Entschuldigung. Jetzt lass dich dann einen Moment treffen. Ach Gott, hab ich. Oh! Ah, genau, in den nächsten Raum war einer. Da oben. Schwein gehabt, Glück ey. Glück gehabt! Hauptsache, weißt du, ich erschreck mich vor den Diamanten und denke, ich werde da angegriffen, renne weg und renne dann in Pfeile rein. Das war auch wieder so richtig logisch. Das war. Also, ich muss sagen. Kreativ. Sonst stirbst du aber fast. Ja. Also pass auf. Ich soll aufpassen. Ja, ich habe gerade ein bisschen mehr Leben als du. Aber du bist besser, ich weiß. Ich farme schon mal, ich suche schon mal Herzen. Sag doch nicht sowas, dass ich besser bin wie du. Ja, du kommst aber besser mit dem Kampfsystem zurecht als ich, glaube ich. Ja, du musst das warm werden. Danach ziehst du mich hier richtig aus. ab. Entschuldigung. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, ja. Ja, Kiste, Kiste, Kiste. Jawoll, zieh dir mal rein, wie viel. Oh, die Taschen werden immer dicker. Taschen werden immer dicker und. Ja, ich bin mehr Farmerin, das ist auch leider so. Ist derselbe Raum nochmal? Ja. Bloß mit Bossgegnern. Mit fiesen Ratten. Sind das die Feuer spucken? Nee. Aber ich hab doch. Nee, das war. Nee, Ratten spucken kein Feuer. Das war vorhin nur so eine Statue, die Feuer gespuckt hat. Ach ja, stimmt. Au! Oh, jetzt habe ich mich schützend vor dich geschmissen. Dafür habe ich ein Herz gesammelt für dich. Danke. Damit habe ich diesen Angriff überlebt. Ja, sehr gut. Ich überlege mal, die sind Level 15, die Gegner. Ich habe nur noch 2. Nee, 12. 22. Da gab jetzt 20. Das ist aber nett. So, jetzt haben wir hier alle Gegner platt gemacht. Tschüp, tschüp. Und wieder unten. Nein, runter, runter. Wie Jungs, so, du musst jetzt kommen, weil ich habe keinen Schlüssel. Ich habe 3. Ja, aber das ist auch so. Ich bin auch eher wirklich jemand, der eher farmt und. Mehr so ruhige Spiele. Ja.
Wieso hast du dann zu diesem Spiel ja gesagt? Mal cool aussahen. Ich wollte was mit dir zusammenspielen. Gib's zu. Ach so. Ja, verstehe ich. Hey. Nein! Ja, aber warte, da unten. Oh nein, da unten ist der Dingens. Ne, du musst erst komplett den ganzen Raum umrunden und musst dann bei diesen Schleimdingern vorbei. Und das mit zwei. Warte mal eben, ich guck mir mal eben kurz. Du kannst auch vorfliegen, ne? Au! Guck mal. Au! Au! Selbst meine tote Seele spürt den Schmerz. Boah, wie soll ich das denn schaffen, ey? Wo bin ich in Netz reingeflogen? Weiß ich auch nicht. Geil. Ach, ich habe die Falle deaktiviert. Alles cool. Aber hier ist auch eine Tür. Vielleicht ist da ein Ton im nächsten Raum. Komm, ich nehme mich mal mit in den nächsten Raum. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht. Steckt mich aber nie wieder ein. Nee. Oh nein, jetzt bin ich. Ja, scheiße, jetzt bin ich eingeschlossen. Oh, wir werden sterben. Ablegen. Ablegen geht. So. Ich gebe mein Bestes. Alles gut. Geronimo. Okay. Ich muss ja den ja nur dahin bringen. Du arbeitest mit Stress besser, wa? Nee, eigentlich gar nicht. Siehste? Du hättest noch nichts gesagt. Und damit... Ja? Die aus der Tür rennen und in der Hoffnung, dass da wieder ein Thron ist. Aber wir kommen ja direkt jetzt in die dritte Ebene. Das können wir. Und das, meine lieben Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und auch in der vierten Folge haben wir schon wieder nicht den Kerker hinter uns. Das kann doch nicht wahr sein. Aber jetzt, wir haben ja 2000 Edelsteine. Ich denke mal, wir werden uns jetzt ordentlich pushen und dann werden wir das Ding rocken. Ich denke auch. Also dann, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ich wünsche euch was. Bye, bye.